Ja, guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Heute ist Samstag, der 5. September. Und ich stehe hier in Hentern im Hochwald in der Nähe von Zerf, ungefähr in der Mitte zwischen Hermeskeil und Trier und starte von hier zunächst auf den Ruwer-Hochwald-Radweg. Und den Ruwer-Hochwald-Radweg fahre ich dann bis nach Trier und wieder zurück hier nach Hentern. Das sind etwa hin und zurück 50 Kilometer. Eigentlich eine gemütliche Tour. Der Ruwer-Hochwald-Radweg ist eine ausgebaute alte Bahnstrecke von Hermeskeil Richtung oder von Hermeskeil nach Ruwer, kurz vor Trier. Und ich bin jetzt auch schon am Ruwer-Hochwald-Radweg angekommen und starte hier in Hentern. Ich war schon bei der Eröffnung des Radweges hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt schon her ist. Ich suche mal ein paar Bilder raus von der Eröffnung hier. Gerade hier an dem Punkt in Hentern. Und zeige euch ein paar Bilder von der Eröffnung, wenn ich sie denn finde. Ja, Richtung Trier hat dieser Radweg, dieser Bahntrassenradweg ein leichtes Gefälle. Man kann fast schon rollen lassen von Hermeskeil nach Trier. Zurück muss man dann allerdings etwas hoch, aber es ist alles moderat. Alte Bahnstrecke, wie gesagt. Die Anstrengung hält sich in Grenzen. Man braucht auch kein E-Bike hier, um die Strecke zu bewältigen. Aber wenn man eins hat, hat man halt eins. Jedenfalls lasse ich jetzt rollen. 23 Stundenkilometer geht's hier leicht bergab. Und hier am ehemaligen Bahnhof Plowik und weiter geht's Richtung Trier. Erreichen jetzt gleich die Burg Sommerau mit der Burgruine Sommerau und danach geht es auch schon ins Ruwertal Richtung Waldrach und dann Richtung Ruwer und nach Trier. Burgruine Sommerau und man sieht auch schon die ersten Weinlagen hier an der Ruwer. Thank you.
jetzt in Waltrach im Obertal. Ja, und hier in Ruwer endet er, der Ruwer Hochwaldradweg, oder beginnt er, je nachdem. Und da vorne geht's Richtung Trier. Ich glaube, bis Trier sind es noch 5 oder 6 Kilometer. Und wenn ich schon mal hier bin, fahre ich auch in die Stadt. Ja, den Ruwer Hochwaldradweg habe ich jetzt verlassen und bin unterwegs in die älteste Stadt Deutschlands, nach Trier. Trier ist immer einen Besuch wert. Ich zeige euch noch die Jugendherberge hier in Trier, falls jemand mal hier übernachten möchte. Die Römerstadt Jugendherberge hier in Trier. Porta Negra, wohl das Wahrzeichen der Stadt Trier. Hier vor dem Dom in Trier ist schon mächtig was los hier in der Stadt. Heute am Samstag, 5. September 2020, in der Corona-Zeit. Thank you.
Ich beende nun meinen Besuch hier in der Stadt Trier und mogle mich wieder raus aus der Stadt. Liebe Radfreunde, ich bin gleich wieder am Anfangspunkt oder am Endpunkt, wie auch immer, des Ruber-Hochwald-Radweges und fahre die gleiche Strecke wieder zurück nach Hentern, wo mein Auto steht. Das sind etwa 25 Kilometer von hier, von Ruwa. Ja, und das soll es auch dann für heute gewesen sein. Heute war ich unterwegs auf dem Ruwa-Hochwald-Radweg, der Abschnitt von Hentern nach Ruwa. Und von Ruwa dann einen Abstecher noch in die Römerstadt Trier. Ja, hier in Hentern bin ich heute Morgen gestartet und bin jetzt zurück. Es ist mittlerweile 17 Uhr und es waren ca. 70 Kilometer heute hier auf dem Ruwa-Hochwald-Radweg ab Hentern bis nach Ruwa mit einem Abstecher in die Römerstadt Trier. Und damit endgültig Tschüss, bis zum nächsten Mal.